Startfrei, alle kommen gut weg an der Spitze. Vor allem Luca Grünwald scheint mir etwas besser gestartet zu sein als unter anderem Marc Buchner. Wollte da schon mal kurz innen daneben gucken, hält dann aber die dritte Position. An der Spitze aber aus der Sicht von Tom Toparis alles gut gegangen. Das war ein sehr, sehr sauberer Start vom Australier. Ja, auf jeden Fall. Aber an der Grütze sehe ich gerade sehr weit zurückgefallen. Oh, auf welchem Platz haben wir? Sehr weit hinten. Ja. An der Spitze Toparis und Buchner super weggekommen. Toparis macht jetzt direkt sehr viel Druck. Und hier haben wir dann leider schon den ersten Sturz. In der ersten Kurve ist Sandro Furter auf seiner Schnock Kawasaki schon gestrandet. Mal gucken, ob da noch was geht oder ob das Rennen für ihn endgültig beendet ist. Hinten müssen sich die Jungs noch ein bisschen sortieren, aber vorne an der Spitze ist das erstmal alles relativ klar mit Toparis, mit Buchner und mit Luca Grünwald, der ja erst deutlich besser weggekommen ist, aber sich dann doch sehr zurückgehalten hat in der ersten Ecke. Ja, genau, in der ersten Ecke muss man auch ein bisschen aufpassen. Ist eine sehr schnelle Kurve, dritter Gang. Ja, und Luca ist ein erfahrener Pilot. Er riskiert natürlich am Start nicht alles. So, jetzt muss er aber aufpassen, dass er den, den Zug nach vorne nicht verpasst. Der Toparis an der Spitze legt schon ordentlich vor. Buchner, der mag, der kann extrem gut hinten am Hinterrad dranbleiben. War auch schon in den vergangenen Rennen, wo ich noch mit dabei war, so. Er kann das Rennen sehr gut lesen und die beiden setzen sich jetzt schon ab und haben jetzt schon 1,5 Sekunden Vorsprung. Erste Runde beendet, der Vorbeiflug hier bei Start und Ziel. Toparis ganz knapp vor Marc Buchner. Das ist der Kampf um die Spitze und Buchners erste Attacke auf den Aussie kommt schon beim Anbremsen auf Kurve Nummer 2. Und genauso sieht's aus bei Daniel Rubin, der innen an Luca Grünwald vorbeigeht. Und auch Daniel Rubin mischt damit mit der 74. Also auf den Verfolgerplätzen wird es jetzt auch etwas hektischer, weil die natürlich jetzt alle sehen, die Jungs da vorne fahren weg. Ja, es ist gerade eine sehr wichtige Phase im Rennen, gerade in der Supersportklasse wie auch in der Moto2. Am Anfang ist es so wichtig, einfach von Anfang an ordentliche Pace bringen zu können. Und man sieht es jetzt sehr nervös. Luca versucht sich da auf Platz 3 zu beweisen. Die Rubin-Brüder drücken von hinten. Und ja, es wird sehr spannend jetzt zu sehen, ob die, mittlerweile der Viererpulk sich wieder nach vorne setzen kann, ob er die Lücke schließen kann. Schauen wir mal. Habe ich irgendeine Gelegenheit, in dieser Verfolgergruppe mich jetzt abzustimmen? Habe ich irgendeine Gelegenheit, den Konkurrenten klarzumachen, lass uns jetzt mal 2-3 Runden zusammenarbeiten, um daran zu kommen? Boah, das ist ganz schwierig. Das dachte ich mir, deswegen frage ich. Wir sind alle Einzelsportler. Man sieht es manchmal in der Moto3-WM, dass da manchmal so eine Hand nach hinten kommt. Bleib hinter mir. Aber gerade die Rubin-Brüder, ihr Heimrennen, sind alle stark motiviert insgesamt. Und jetzt fehlt da Tom Toparis, der Australier, der Pole-Setter, gestürzt eingangs von Runde Nummer 3 in der ersten Kurve beim Versuch dran zu bleiben. Hier ist das Bild vom langmähnigen Aussie, der die 21 wieder aufhebt. Ist also zum Glück okay, aber das Rennen von der Pole ist dahin. Marc Buchner damit jetzt allein auf weiter Flur vor der langen und großen Verfolgergruppe mit Luca Grünwald jetzt auf Rang Nummer 2 bei seinem Comeback und dann Dominik und Daniel Rubin auf den Rängen 3 und 4. Und damit ist die Wichtigkeit dieser Verfolgergruppe ja jetzt nochmal angewachsen, weil Buchner da vorne im Moment eine Soloflucht hinlegt. Wir haben es nicht im Livebild gesehen. Kannst du mutmaßen, was bei Tom Toparis an der Stelle passiert ist? Boah, ist schwierig zu sagen. Es war relativ spät, Ausgang der ersten Kurve. Ich könnte mir fast denken, dass ihm vielleicht das Hinterrad weggerutscht ist. Vielleicht sogar auf dem Kürbis draußen. Ist schwierig zu sagen. Es passiert sehr nicht so häufig, dass man dort stürzt. Von daher ist es schwierig zu sagen. Wir haben das vorhin auch mit Michael Galinski im Rennen der 300er angesprochen. Die Kerbs werden hier bei den Autos sehr, sehr deutlich mitgenommen, weil sie für Autoverhältnisse relativ flach sind. Bei euch ist es aber schon eine gewisse Problematik hier, gerade in dieser schnellen ersten Ecke. Ja, es ist sehr kompliziert. Erste Ecke, Ausgang, ist der Kurb sehr hoch. Muss echt stark aufpassen, dass man da nicht zu viel
Und jetzt kracht's fast hier. Klasse Kampf, Daniel Rubin mit der Verteidigung. Da ist auch Bradley Jones, einer unserer Gaststarter, mit dabei, der sich hier klasse schlägt. Luca Grünwald unterdessen überholt worden von Dominik Rubin. Die 43 an der 34 vorbei. Jetzt unterwegs in diesem Verbindungsstück aus der Parabolika, unmittelbar vor der Osttribüne. Hier unterdessen nochmal die Wiederholung von dieser Situation. Bradley Jones mit der 23, der da weit, weit draußen unterwegs war, aber zum Glück an der Stelle sitzen geblieben ist. Hier der bisherige Dominator dieses Rennens, Marc Buchner, weit, weit vorneweg. Dann Dominik Rubin auf der 2 vorbeigegangen an Luca Grünwald. Gaststarter Bradley Jones mit der 23 hält im Moment die 4. Und dann kommen Daniel Rubin mit der 74 auf Rang 5. Und schon Martin Vugrinec, der von der 10 auf die 6 nach vorne gefahren ist. Sehr, sehr wichtig für ihn im Kampf um den dritten Tabellenrang, eventuell ja sogar noch um den zweiten gegen Marc Buchner, der aber im Moment natürlich sein Bestes tut, um den Vizetitel unter Dach und Fach zu bringen mit dieser sehr, sehr souveränen Führung. Ganz anders sieht es aus bei Sander Kruse, dem aktuell Drittplatzierten, der ja punktgleich ist mit Vugrinec in der Gesamtwertung. Der ist auf die 18 zurückgefallen. Also für den ist es deutlich nach hinten gegangen im bisherigen Rennverlauf. Ja, genau, das war direkt am Start. Er hatte, glaube ich, Probleme mit dem Marco Fetz. Wir waren beide ziemlich weit hinten. Für ihn ist natürlich jetzt katastrophal. Also von dort wieder zurückzukommen, ist eigentlich fast unmöglich in diesem Zeitpunkt des Rennens. Und dann gucken wir mal kurz auf die Stocksport-Wertung. Der Gaststarter Jonathan Likenesjun da im Moment an der Spitze. Jan Schmidt auf der 2. Milan Merkelbach ist Dritter bei den Super Stock 600ern, die wir natürlich auch immer im Auge behalten. Unsere Regie bleibt aber an der Spitze unmittelbar hinter Marc Buchner, der hier mit einem riesigen Vorsprung von über 3 Sekunden in der 5. von 15 Runden ins Motodrom zurückkommt. Ist das überhaupt noch zuzufahren an der Stelle? Ja, ist schwierig zu sagen. Momentan sieht es echt danach aus, jetzt würde der Marc das Rennen für sich entscheiden. Er ist momentan einfach, ja, Nummer für sich, muss man ja ehrlich zugeben. Fährt Runde für Runde mindestens ungefähr eine halbe Sekunde schneller als der Rest. Wir müssen jetzt mal schauen, was der Domi jetzt in den nächsten 2 Runden zusammenbringt. Der hatte letztes Jahr das 2. Rennen gewonnen. Kennt die Strecke sehr gut. Ja, es wird jetzt auf jeden Fall von den nächsten 2 Runden abhängen, ob sie wieder ein bisschen rankommen. Dann kommt dann der mentale Aspekt dazu. Du siehst, dass du wieder näher kommst. Kriegst du mal so eine Portion extra Motivation dadurch. Aber 4 Sekunden ist schon echt viel. Also das ist schon eher unwahrscheinlich, dass der Marc jetzt sich noch mal nach hinten umschauen muss. Und er hat ja in den letzten 4 Rennen klasse ausgesehen. 2-mal Rang 2 in Most in Tschechien. 1 Sieg und 1 2. Rang zuletzt in Assen. Also es lief zuletzt für Marc Buchner. Ganz im Gegensatz zum Saisonbeginn, wo er weit hinter den Podestplätzen unterwegs war. Was hat sich da getan im Laufe der Saison? Ja, ich glaube, Marc ist einfach ein Fahrer, der ein Motorrad braucht, das super 100% auf seinen Fahrstil passt. Er muss sich wohlfühlen. Da hat er, glaube ich, Anfang der Saison durch den Wechsel in seiner Mechaniker-Crew ein bisschen Schwierigkeiten gehabt bei der Abstimmung. Mittlerweile hat er wieder das Motorrad so dastehen, wie er es braucht. Und man sieht es auch im Rennen, er ist sehr smooth unterwegs. Ja, sieht alles sehr easy aus, was er auf dem Motorrad macht. Und ja, aber das kommt ab und zu vor, dass einfach Fahrer ja zu tun haben, weil sie sich nicht hundertprozentig auf dem Motorrad wohlfühlen. Und gerade bei so einem engen Feld, wie wir es hier in der Supersport 600 haben, ja, können da, sage ich mal, minimale Unterschiede letztendlich schon viele Plätze ausmachen. Und das ist wirklich eine immer größer und größer werdende Gruppe, hier angeführt von Dominik Rubin, dann Daniel Rubin, der vorbeigegangen ist an Luca Grünwald, und auch Vugrinec geht da innen am Rückkehrer vorbei. Also die Sequenz war jetzt nicht gut bei Luca Grünwald. Ja, das... Aber jetzt muss er nicht schon zugeben, also Marc ist jetzt weg von, es kommt jetzt nur noch hier auf dem Platz 2, 3er, sage ich mal, drauf an. Die Jungs, die sind jetzt so im Infight unterwegs, ja, da
da wird jetzt nicht mehr nach vorne geschaut. Ja. Und diese Podestplätze, oh. Achtung, Berührung auf den Rängen 3 und 4 mit Vugrinec im Kampf gegen die Rubin-Brüder. Vugrinec hat sich vorbeigerumpelt an Daniel Rubin, ist jetzt auf Rang 3. Dominik Rubin immer noch auf Platz 2. Hier kommt die Wiederholung. Ja gut, schwierig dazu was zu sagen. Der Daniels Hund kommt nicht so gut aus der Tribünenkurve raus. Vugrinec hat von hinten einen guten Ausgang und ja, da trifft man sich halt mal kurz, aber das war jetzt nicht weiter schlimm, würde ich sagen. Der Martin ist ein Fahrer, der extrem den Zweikampf sucht auf dem Rennen. Er geht extrem auf Körperkontakt. Ich denke, die letzten 7 Runden werden das jetzt auch nochmal zeigen. Eine klasse Kampfsituation. 7 Runden abgespult. Wir sind in der 8. Marc Buchner, die Lücke wird immer größer und größer. 5 Sekunden mittlerweile der Vorsprung. Dann Dominik Rubin, Daniel Rubin, die beiden Brüder in der Verfolgung. Martin Vugrinec im Moment auf Rang 4. Grünwald auf der 5 und dann Bradley Jones, der Gastfahrer, auf Rang 6. Wird die Gruppe eventuell sogar noch größer, denn auch Fasco van der Falk, Patrick Hobelsberger und Gabriel Noderer auf einer weiteren Schnock Kawasaki sind da im Bildhintergrund nicht mehr sonderlich weit weg. Und Max, du hast es gerade angesprochen, wir haben ja noch die zweite Rennhälfte, die uns jetzt ins Haus steht. Genau, das ist jetzt auch nochmal abhängig. Ich habe jetzt, bin jetzt nicht genau informiert, welche Reifenwahl von den Jungs getroffen wurde. Es ist zwar noch relativ kalt jetzt gewesen am Vormittag, aber es gibt einige Jungs, die da trotzdem auf den SC0 Reifen, sage ich mal, sich prädestiniert sind, den zu fahren. Aber ja, das wird man wahrscheinlich in den letzten 3-4 Runden dann sehen. Die bekommen dann meistens so ein bisschen Probleme, weil der gerade bei kälteren Temperaturen meistens nicht so gut hält. Ja, das wird ein sehr schöner Zweikampf, denke ich hier. Das wird noch eine richtig muntere Geschichte, denn Luca Grünwald, nachdem er zuletzt etwas Boden verloren hat, jetzt dann wieder auf dem Weg nach vorne. Er ist wieder vorbeigegangen an Martin Vugrinec, jetzt auf Platz Nummer 3 hinter Dominik Rubin. Buchner 1, Rubin 2, Grünwald auf der 3 in der Verteidigung gegen Vugrinec. Dahinter dann unter anderem noch Daniel Rubin und natürlich auch Gaststarter Bradley Jones. Der versucht ebenfalls vorne reinzufahren bei seinem Gastauftritt. Dann Fasco van der Falk auch rangekommen an diese Truppe. Einzig Gabriel Noderer und Patrick Hobelsberger haben jetzt ein bisschen Boden verloren auf den Rängen 8 und 9. Genau, Hobelsberger hatte in der vorletzten Runde Ausgang der ersten Kurve einen starken Fehler drin, was ihn echt zurückgeworfen hat. Bei van der Falk sieht man jetzt genau das Ding, was eben passiert, wenn du vorne eine Gruppe hast. Immer wieder wird versucht, sich zu überholen, Zweikämpfe, das ist natürlich für Van der Falk jetzt genau das Richtige, um hier locker ranzurollen. Jetzt Vugrinec mit einem Fehlereingang ins Motodrom. Ja, das wird sich in der letzten Runde erst entscheiden. Klasse, wir sind in der 9. von 15 im ersten Supersportrennen hier in Hockenheim, live für euch auf dem Motorrad-YouTube-Kanal, auf der IDM-Facebook-Seite und mit Max Enderlein, dem schon feststehenden Titelverteidiger, als Co-Kommentator. Tut es dir eigentlich so ein bisschen weh, dass du jetzt nicht selbst auf dem Bike sitzt? Weil ich sag nur so viel, ich hatte einige harte Tage hinter mir. Das können wir uns vorstellen. Und gerade hier in dieser Gruppe hättest du dich mit Sicherheit auch bestens behauptet. Das macht den Jungs da draußen wahrscheinlich jetzt auch richtig Spaß. Ne? Da diese Kampfhandlung, wenn das hin und her geht, super Sache, oder? Ja, genau, darauf kommt es drauf an. Das ist immer das Ding, was ich sage. Diese Klasse mit so vielen Startern, mit so vielen guten Startern, das macht einfach so viel Spaß. So viele Zweikämpfe einfach zu führen, so viel. Das ist das, was einfach ja, den Spaß bringt in so einer Meisterschaft, ne? Wenn du viele Leute auf dem gleichen Level hast. Aber jetzt geht es natürlich um die Meisterschaft. Die Köpfe sind alle ein bisschen heißer wie sonst. Ja, von daher, klar macht das Spaß, aber letztendlich will jeder aufs Podest. Und da kommt natürlich das ein oder andere Adrenalin ein bisschen mehr durch. Ne?
und Spaß auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite bildet euch genau sowas ja auch aus. Wenn du vorne wegfährst, klar hast du freie Bahn, kannst zeigen, wie schnell du bist, aber Zweikampfstärke ist ja auch immer so ein Thema. Hier unterdessen fantastisches Bild, schau dir das mal an. Die komplette Sachskurve fast voll besetzt, also toller Publikumsandrang hier zum Finale in Hockenheim. Und das Publikum wird belohnt mit einem klasse ersten Rennen bei den Supersport. 600 Jungs, diese riesige Gruppe mit Vugrinec auf der 2, mit Rubin auf der 3, geht jetzt wieder über die Linie. Grünwald Vierter, dann kommt anschließend Daniel Rubin auf der 5 und Bradley Jones gemeinsam mit Fasco van der Valk auf den nachfolgenden beiden Positionen in dieser riesigen Gruppe von Platz 2 bis hin zu Rang Nummer 7. Marc Buchner unterdessen weit, weit vorne, 7 Sekunden mittlerweile der Abstand. Wenn der das Bike nicht ablegt, dann fängt den heute keiner mehr. Dann wieder der kurze Blick auf die Superstock-Wertung. Jonathan Likenesjun weiterhin da an der Spitze der Gaststarter. Jan Schmidt, der interne Polesetter in dieser Kategorie, auf Rang 2. Und Milan Merkelbach, der Niederländer, auf Rang 3. Also da ist alles größtenteils unverändert, was die Reihenfolge angeht. 10 Runden absolviert, 15 insgesamt zu fahren. Hier nochmal eine Wiederholung aus der Kurzanbindung vor der Osttribüne. Viel, viel Zeit verloren gegangen und vor allem Plätze. Das ist ja immer das, was am meisten wehtut. Aber Max Enderlein hat es angesprochen, diese Gruppe hier wird kämpfen bis zum letzten Meter. Im Moment Vugrinec mit der besten Ausgangslage. Und sicherlich auch bei ihm jetzt der Versuch, sich ein bisschen zu lösen von dieser Gruppe, oder? Ich bin jetzt mal gespannt auf die Zeit. Wir haben jetzt eine 30,8. Ja, ich muss sagen, in den letzten Runden, die Pace war echt, man muss sagen, nicht gut von den Jungs. 31er Zeiten. Buchen an der Spitze mit tiefen 30ern. Was letztes Jahr auch, sage ich mal, so die... Ja, der Durchschnitt war in der Spitzengruppe. Vugrinec versucht jetzt natürlich sein Heil in der Flucht. Ja, müssen wir schauen. 23,6 erste Sektor. Wird trotzdem schwierig, weil die Jungs können normalerweise die Zeiten auch fahren dahinter. Ich denke nicht, dass er wegkommt. Wir werden es jetzt sehen. Denn Luca Grünwald ist dran und auch dahinter wird weiter gekämpft. Unter anderem Bradley Jones, der Gaststarter, der noch als Dritter über die Linie gegangen ist. Der ist in dieser Gruppe aber wieder ein ganz schönes Stück zurückgefallen und duelliert sich jetzt unter anderem mit Daniel Rubin. Das ist die 74, die unmittelbar hinter Bradley Jones unterwegs ist. Wieder zurück in die Sachskurve. Vugrinec hier vorneweg auf 2. Und dann Luca Grünwald bei seiner Rückkehr auf Rang 3. Bradley Jones Vierter. Und dann kommen die beiden Rubin-Brüder auf den Plätzen 5 und 6. Fasco van der Valk, der Niederländer mit der 62 auf der Yamaha, ebenfalls noch dran in dieser Gruppe auf Rang Nummer 7. Und dann das nächste Thema. Die Überrundungen stehen gleich an. Unter anderem Sandro Furter auf der Schnock Kawasaki, der ja eingangs gestürzt ist, konnte noch mal weiterfahren. Hoffen wir, dass die beiden das jetzt sehen und dass sie sich da umschauen. Glücklicherweise ist da Spitzenreiter Marc Buchner schon vorbei. Und auch Stefan Ströhlein, unser schon feststehender Titelträger in der Superstock 600er Klasse, ist da weit, weit zurück. Auch der steht gleich zur Überrundung an. Haben wir leider, glaube ich, nicht in den Kamerabildern gesehen, was ihm passiert ist, oder? Ich war gerade auch ziemlich überrascht, den Stefan so weit hinten zu sehen. Er ist bestimmt, entweder hat er irgendein technisches Problem. Ja, letztendlich, wie schon gesagt, bei 40 Startern geht es so schnell, man ist irgendwo im Gerangel drin. Kurz vor der Strecke und ja, dann ist es schon passiert. Rang 33 im Moment für Stefan Ströhlein. Also unsere Augen haben uns da nicht getäuscht. Der bereits feststehende Meister in der Superstock 600er Klasse weit, weit zurück. Kann froh sein, dass er bereits alles klar gemacht hat in Assen. Nichts ist klar in der Verfolgergruppe von Marc Buchner. Er mittlerweile mit über 8 Sekunden Vorsprung auf dem Weg zum zweiten Saisonsieg. Wer wird Zweiter, wer wird Dritter? Das ist vollkommen offen. Wir gehen jetzt dann gleich rein in die 14. und vorletzte Runde mit Vugrinec, mit Grünwald und
mit den Rubin-Brüdern. Genauso wie Bradley Jones und Fasco van der Valk, die sich bekämpfen um die Ränge 2 und 3. Ja, der Daniel Rubin ist gerade sehr, sehr locker an die beiden, also an Vugrinic und Grünwald wieder rangerollt. Nachdem er sich eine Runde lang schwer getan hatte mit Bradley Jones, ich denke, er wird jetzt direkt versuchen, einen Angriff auf Luca zu starten. Und ja, dann wird das für die letzte Runde sehr spannend, denke ich, zwischen Vugrinic und den beiden anderen. Für euch unterdessen zu sehen die souverän führende 47. Dann kommt erstmal ganz schön lange nichts. Da hinten diese riesige Verfolgergruppe. Vugrinec, Grünwald, die beiden Rubin-Brüder, Bradley Jones, Fasco van der Valk. Ein klasse Rennen der Supersportler, die jetzt zurückkommen ins Motodrom mit dem führenden Marc Buchner in der vorletzten Runde. Vorbei an den vollen Tribünen in der Sachskurve. Bekommt man das als Fahrer irgendwann mal mit, gerade wenn man etwas einsam da vorne wegfährt, wie viele Leute hier in Hockenheim zum Gucken vorbeigekommen sind? Man sieht das eigentlich das ganze Rennen so ein bisschen im Augenwinkel, die vollen Tribünen, das motiviert auch unheimlich. Klasse Geschichte, dass der Andrang groß ist, nicht nur bei uns im brandneuen Livestreaming, sondern auch hier auf den Tribünen zum Finale in Hockenheim. Dieses riesige Motodrom sieht natürlich schnell immer relativ leer aus. Hier kannst du auch 30.000 Leute reinsetzen und immer noch ist viel leer, weil die Tribünen einfach früher mal so wahnsinnig groß angelegt wurden, aber hier für die IDM-Finalrunde nochmal ein richtig gutes Publikum an einem klasse Wochenende mit neuem Livestream und mit super Rennen, unter anderem auch hier in der 600er-Kategorie, wenn auch um den Sieg nur ganz am Anfang gekämpft wurde zwischen Tom Toparis, dem glücklosen Polesetter aus Australien, und Marc Buchner. Ein Glücksfall aus der Sicht von Toparis hier. In der 600er, genau wie in allen anderen IDM-Klassen, wurde ja noch nicht das Reverse Grid der Superbikes adaptiert. Das heißt, er kann nachher nochmal von der 1 starten. Ja, Tom, der wird dann richtig sauer sein und dann nochmal versuchen, einfach nochmal ein Sieg einzufahren. Aber jetzt sehen wir hier, Vugrinic ist immer noch auf Platz 2. Er hat das bis jetzt sehr gut gemacht, aber ich denke, Luca wird nochmal versuchen, Eingang Motodrom in die Sachskurve nochmal vorbeizugehen. Wir werden es jetzt gleich sehen. Durch die Sachskurve. Nochmal vorbei an den rappelvollen Tribünen, dann das Geschlängel und dann geht's rein in die letzte Kurve für den großen Dominator dieses Rennens, für Marc Buchner. Zuletzt in Assen mit dem ersten Sieg in dieser Saison und jetzt legt er den zweiten nach und das macht er souverän mit fast 10 Sekunden Vorsprung. Gewinnt Marc Buchner auf der Buchner Motorsport Yamaha. Rennen Nummer 1 der Supersport 600 hier in Hockenheim. Und dann die Frage, wer wird Zweiter? Das ist nochmal richtig eng geworden. Aber Martin Vugrinec hat das nach Hause geholt und gerettet. Rang Nummer 2 für den Kroaten. Und Luca Grünwald bei seiner Rückkehr in die Supersport 600 mit Rang Nummer 3 vor Daniel und Dominik Rubin. Dann Bradley Jones auf der 6 und Fasco van der Valk auf der 7. Max Enderlein steht als Champion schon fest. Lieben Dank, Max, fürs Mitkommentieren. Das war eine klasse Angelegenheit, oder? Ja, sehr spannendes Rennen. Kommen wir zur Siegerehrung. Supersport 600, bevor es dann gleich mit dem Grid weitergeht. Also von daher müssen wir uns ein bisschen beeilen. Auf der dritten Position, Gratulation, Luca Grünwald! Ja, und mit so viel Publikum, und wenn ich da rüber schaue, Sachskurve, die Tribüne ist voll. IDM ist einfach geil und Renntage sind Feiertage. Auf der 2, auch das ist eine starke Leistung, die gesamte Saison über. Martin Vugrinec. Wo ist er? Der wird noch gesucht. Also wenn den Martin jemand findet, dann schickt ihn doch bitte einfach zum Podest, zur Pokalübergabe. Und Sieger auf der 1, Marc Buchner. So, ich frage mich immer noch, wo der Martin ist. Lässt er sich draußen noch feiern? Marc, weißt du, wo dein Rivale ist? Nee, ne? Also, was machen wir jetzt? Martin Vugrinec, verzweifelt gesucht. Da ist er. So, Sonderapplaus. Er muss doch noch einen Sprint einlegen, um hier aufs Podest zu kommen. Das macht er natürlich. Also, Martin Vugrinec auf der 2. Und bitte, meine Damen, den Scheck gibt es natürlich für Luca Grünwald. Heute mal besonders große Trophäen. Luca Grünwald auf der 3.
Martin Voginec wird auch ein bisschen spät auf der 2 und auf der 1. Überlegener Sieger heute, Supersport 600, Marc Buchner. Und zu Ehren des Siegers hören wir natürlich auch in diesem Fall die Nationalhymne Deutschlands.